Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Armada 3 mit den Borg. Und ich habe beschlossen, wir sollten anfangen, alles zu töten. Und deshalb, ich weiß nicht, ob ich es diese Folge schaffe, aber ich möchte auf jeden Fall anfangen, die Hauptplaneten der Gegner auszulöschen, damit wir auch hier ein wenig weniger Druck haben. Das hier ist schon voll ausgebaut. Das hier ist ein Aufsatz gegeben, dass es voll ausgebaut wird. Und das hier... Na, hier war nicht so viel los. Ich werde das wahrscheinlich bereuen, dass ich das gesagt habe. Ich würde sagen, wir erledigen erst die Romulaner. Dazu müssen wir hier durch. Hier durch, hier durch. Hier durch. Und dann hier durch. Und dann Hauptplanet baue ich dann auch einfach Transporttore, dass wir ein bisschen schneller sind. Weil hierhin kann man dann einfach mit einem Ding springen. Okay, die gehen direkt den schnellsten Weg anscheinend. Das Ding braucht auf jeden Fall Upgrades. Okay, die hassen mich alle. Habe ich kein Problem mit. Aber ich habe ein Problem, dass ich hier noch nichts erforscht habe. Ich habe ein Problem mit, dass wir nicht so viele Rohstoffe haben, wie ich gerne hätte. Stimmt, das hier ist ja noch im Bau. Dann sollten wir gleich auch wieder ein bisschen mehr Metall haben. Ich finde es immer noch großartig, wie der ganze Diplomatie-Zweig leer ist und einfach irrelevant steht. Die Entwickler haben schon Humor. Oh, eine Föderationsfraktion. Was ich auf jeden Fall brauche, ist bessere... Wieso sind hier Raketen drauf? Das verstehe ich nicht. Range, 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 no Range. Nicht so wirklich viel für Schaden. Oh, Shield Negation, oh ja. Ignoriert einfach mal so 30% der Schilde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert, aber es ist auf jeden Fall sehr gut. Ich sollte diesen Planeten definitiv übernehmen. Oder? Swiftly and silently. Ja, die Planeten übernehme ich. Da brauche ich auf jeden Fall noch Klasse L und Klasse F. Ich sehe nirgendwo Klasse L. Oh, 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 shit. Das war's, was ich meine mit den Minen. Umdrehen, 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 umdrehen. Scheiß drauf, den Planeten will keiner. Fliegt hier durch. Zerstört so viel dabei, wie ihr könnt, und sorgen wir lieber dafür, dass die Romulaner bald auf dem Spiel sind. So, noch jemand hier, der... Nein. Also Locutus hat dadurch immerhin schon mal ein Viertel seiner Schilde verloren. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen hier rein investieren. Wie sieht es hier aus? Hier ist einiges los. By your command.
Was, die gibt's nicht mehr? Ach doch, okay, der baut die jetzt. So, zerstör das bitte alles. Bewegt sich dieser Uni-Komplex gerade? Was geht hier ab? Ist das ein Bug oder ist das normal, dass ich das drehen kann? Also es scheint sich nicht wirklich bewegen zu können, aber es kann sich auf jeden Fall drehen. Ach, das Ding hat aber auch 20.000 Schilde. Sollte eigentlich so ein Titan mal eben wegbekommen. Insbesondere hier nach den ganzen Schadens-Upgrades, die ich gemacht habe. Also wenn es das nicht hinbekommt, bin ich nicht beeindruckt. Okay, die machen hier einiges. Ich sollte vielleicht da ein paar Schiffe hinschicken. Was ist hier? Hier ist nichts. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Schifftypen, die müssen was können, aber jemanden spammen kann. Wie wäre das mit Assimilatoren? Ich meine, ich habe ja an der Heimatwelt schön Transporttore gebaut. Adapter? Nein, kein Adapter. Simulator, wo sind die? Da. Mach mal ein paar von denen hier rüber. Okay, der hat schon die Schilde verloren. Wieso hat dieser Titan noch Schilde? Er hat schon relativ viel Hitpoints verloren. Die Io war auch. Hier sind Trümmer. Okay, ich glaube, das könnten wir trotzdem gewinnen. Eine Repair Note. Also ich glaube, das Schiffding hat schon sehr viel zerstört, würde ich mal behaupten. Relations-Titan ist erst auf Rang 1. Das ist ein bisschen wenig, wenn man denkt, dass die Level übernommen werden, wenn der Titan zerstört wird. Boah, sprengt doch einfach. Okay, hier ist flottentechnisch einiges los, aber die fliegen schon direkt weg. Das sieht aus, als könnte ich das gewinnen. Aber sie zerstören viele meiner Adaption Nodes. Ich habe aber schon relativ viel hiervon. War das das Superkampfschiff der Klingonen? Jedenfalls haben die sich damit mehr selbst ausgelöscht als alles andere. Also so haben wir das Recht sein. Das, das. Das und das. Ich finde ich nett. Finde ich wirklich sehr nett, dass die sich selber ausgeschaltet haben. Guckt euch das an. Also, hier geht's traumatechnisch echt ab. So, die Repair Note macht hoffentlich ein bisschen was. Es macht irgendwie nicht so viel, habe ich das Gefühl. So, den Planeten krall ich mir. Station
Okay, irgendwas ist wieder angegriffen. Ah, wir haben wenigstens die Kolonie zerstört. Hier rüber. Verschwenden keine Zeit. Wenn wir die Romulaner ausschalten, dann sollten wir uns eigentlich auf die Föderation und auf die Klingonen konzentrieren können, ohne gestört zu werden. Die Föderationsheimatwelt ist nur 2 Sprünge vom Galen entfernt. Und Galen können wir von hier aus erreichen, wenn wir hier einen Transporter bauen. Sehr gut. Ja, das kannst du auch, da steht noch. Perfekt. Kannst du vielleicht mal hier alles zerstören? Guck dir das an. Höchste Ausbaustufe 50.000 HP ungefähr und fast 60.000 Schilde. Was will man eigentlich noch? Was wir vielleicht brauchen, wäre vielleicht mal Reichweite. So, ich gerade noch so, ich sehe hier nichts mit Schaden, das will ich jetzt nicht haben und dann, ja, wir brauchen mal eben Reichweite. Und genau, ich hatte doch ein paar Assimilators gebaut, dann können die vielleicht auch mal hier rüber sprengen. Können sie sich später mit der Hauptflotte treffen. Ja, ihr habt Kommando allein, also zusammen zu sprengen, aber offenbar habt ihr Sonderrechte. Die Framerate ist bei hohen Geschwindigkeiten natürlich jetzt ein bisschen scheiße, vor allem wenn man aufnimmt, das auch, wenn ich nicht aufnehme. Das Ding ist auch, dass Armada 3 wesentlich rohstoffaufwendiger ist als normales Sins. Und mit Rebellion wurde ja sogar 4 GB Patch schon von sich aus eingebaut. Was normales Sins eigentlich nicht erreicht, aber Armada sprengt das leicht. So, zerstör hier mal alles. Am besten auch mal speichern. So, kann hier nicht kolonisieren. Möchte ich auch offen gesagt gar nicht. Wow. Oh, die Hälfte ist schon hier. Und irgendwie ist hier nicht so viel mit Verteidigung. Ich habe Steamrunners. Habe ich irgendwie noch mehr Föderationsschiffe? Nein, nur die Steamrunner. Ich mag die Schildeffekte hier bei der Scimitar und bei den, hier bei den Turrets zum Beispiel, weil die einfach hauteng sind. So wie in Star Trek Nemesis. Und Nemesis sah schon sehr geil aus. Also dieser Raumkampf bei Nemesis, das ist wirklich sehr geil gewesen. Da war der Rest von Nemesis scheiße. Dem Ding jetzt schon wieder einigermaßen vernünftig. Ich sollte vielleicht noch mal ein paar, wie heißt es, Erkunder losschicken, aber die brauchen wahrscheinlich wieder ewig. Oh, der Schildeffekt hier bei dem Ding ist auch super. Oh mein Gott.
Ich bin ja gar nicht ernsthaft mit einem Großkampfschiff, das ich mich dann aufhalten könnte. Aber auf jeden Fall mit zwei. Hier, die Hauptwaffen sind auf den Planeten gerichtet und der Rest wehrt einfach mal mühelos die Flotte ab. Und assimiliert sie mal so nebenbei. Scimitar. So, hier möchte ich auf jeden Fall kolonisieren. Die Kultur ist zu stark. Ja, super, dürfte sich gleich ändern. Wo ist mein... Da ist mein Kolonieschiff. Nein, das ich zuerst, dann das, dann das, dann das, dann das. Wir brauchen einen Transporter. Wir brauchen so eine, wir brauchen so eine. Wir brauchen einen Unicomplex Constructor, weil so einen möchte ich hier auch haben. Ein einsamer Titan und ein Excelsior und das Norway. Oh, hier kommt eine Flotte an. Du bist jetzt Musashi. Also wenn die Hauptflotte zurückspringt, dann haben die sowieso schon mal verloren. So. Babada. Übel mit dem Ding. Und von die Größe. Das Ding ist größer als der Planet. Und hat auch mehr Einwohner. Wobei es mit der Piratenbasis ist, ist auch nicht so beeindruckend. So, wo ist mein Unicomplex Constructor? Okay, der ist noch nicht. Wieso baut ihr das Ding nicht fertig? Weil irgendwie, ich glaube, die Dinger sind einfach die Minen geflogen und deshalb baut das jetzt keiner. Wartet mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
Eigentlich können wir damit direkt eine neue Flotte machen. Das Ding, das Ding. Ihr bleibt schön zusammen und dann springt ihr rüber. Schön die Assimilatoren mitnehmen, ja? Ich habe den nicht umsonst gebaut. Wie sieht's hier drüben aus? Ah, sieht immer noch nicht sehr nach irgendwas aus. Also wenigstens die kleineren Borgschiffe etwas schneller sein könnten. Abgesehen davon sind Borgschiffe nicht so träge. Also Gameplay-Gründe hin und her. Ich finde das nicht gut. Das zögert nur Sachen hinaus. Also wenn man es wenigstens upgraden könnte. Aber ich glaube, es gibt eigentlich höchstens mal Artefakte. Die es ja auch nicht auf jeder Map gibt. Ihr habt schön zusammen. Wir setzen uns jetzt nicht so viele Minen ein. Also einfach hier rüber. Und dabei alles zerstören, was euch in den Weg kommt. Wenn vielleicht auch noch alle von denen hier aufhören könnten, diese Fähigkeit einzusetzen. Danke. Das ist eine Raumstation von denen. Oh, und da ziehen sie sich schon zurück. Wo? Okay. Durch kulturellen Einfluss? Bitch, wir sind die Borg. Hier funktioniert keine Rebellion. Aber wenigstens war es nur der Planet. Der war sowieso nicht wichtig. Ändert nichts daran, dass die Romulaner weg sind. Die Föderation gleich auf. Es ist so gut, wenn man schon Schaden auf die Hülle macht, bevor die Schilde weg sind. Ab rüber hier. Oh, we are the Borg. State objective. State objective. Activate all outposts. Activate all outposts. Okay, willkommen zurück. Gerade ist das Spiel abgestürzt. Wir haben etwa 2 Minuten verloren. So. Ich hoffe, das stürzt jetzt nicht nochmal ab, weil sonst heißt das wahrscheinlich, dass wir das hier nicht beenden können. Einfach rüberfliegen, einfach zerstören. Das wäre immer noch nett, wenn die hier... Ja. Oh, nee, wo sind sie? Wo sind die Interceptors? Da. Okay, die haben das immer noch. Also zum gespeichertes Spiel regelmäßig. Rüber da. So, kann einer von den Schiffen vielleicht... Danke. Also aus irgendeinem Grund funktioniert die Rede schon mal nicht. Das ist kacke. Ich hätte das gerne jetzt gehabt, weil, ne, we are the Borg. Hier ist schon mal fast nichts. Alles klar. State objective.
Los, zerstör's und dann können wir drei Sprünge weiter, ist dann auch schon die Klingonenheimatwelt. Nach der Föderationsheimatwelt speichere ich auf jeden Fall nochmal. Ja, also die Abstürze machen es natürlich ein bisschen doof jetzt. Also damit dürfte, würde ein Together auf jeden Fall schwierig werden. Fünf. So, und rüber da. Nicht viel Zeit verschwenden. Ich lasse das jetzt auch die ganze Zeit auf Geschwindigkeit 8. So raus. Ich habe 15 Frames, wenn ich auf diese Geschwindigkeit gehe. Und die springen gerade alle einzeln, was das auch ein bisschen beschleunigen dürfte. Ich wüsste gern, was die Abstürze ver... Okay, das war gerade das Telefon, aber wenn ich dran gedacht habe, habe ich es rausgeschnitten. Okay, das war der Titan. The collective must grow. Activate all outposts. Proceed to sector. Activate all outposts. By your command. Proceed, Centurion. Negotiation is irrelevant. By your command. Proceed to sector. Relocate to grid. Proceed to sector. Proceed to sector. So, und jetzt greift den Planeten an. By your command. Oh, super. Das Schiff, wenn wir es zerstören, wird diese ganze Flotte am Arsch gehen. Und die ganzen assimilierten Schiffe von mir. Ich habe nur 3000 Schilde. Automatisch auch die Links, ne? Nee, nicht. Offenbar nicht. Meine Flotte steigt eher, weil ich noch alles assimiliere. Okay, würde ich mal behaupten. Okay, das Spiel hasst mich. Wir haben gerade wieder einen Absturz gehabt. Wir hatten sowieso schon gewonnen. Daher hoffe ich, es hat das gefallen. Damit habt ihr auch jetzt auch etwas Borg-Gameplay. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren, dann wisst ihr, wenn es was Neues gibt. Und wir sehen uns